Ja, da stehen wir wieder hier. Vor meiner größten Hoffnung, die ich bisher habe. Es ist alles ziemlich schwierig, so ein Modell überhaupt vorzustellen oder worum es überhaupt geht. Das ist das M9, das ist etwa mein 10. oder 11. Velomobil, so genau weiß ich das nicht, ist auch nicht so wichtig. Es entstammt aus dem A9, das ist digital im Computer entstanden. Und ja, das ist meine größte Hoffnung. Ich möchte schon fast sagen, ich bin Fanatiker da drin in diesem Thema. Aber es ist einfach wahnsinnig wichtig, ein Velomobil zu bauen, das im Alltag die Nummer 1 ist, und zwar ohne zu diskutieren. Sieht hier speziell wirklich vom Alltag. Das sind keine Rennfahrzeuge. Bei mir geht es gerade ein bisschen abwärts hier. Das verzerrt die Optik natürlich, aber ups. Ja, zur Optik, das ist so eine Sache. Das ist so, man lebt mit so einem Fahrzeug, und zwar etwa 3 Jahre habe ich geplant für dieses A9. Das ist dann digital entstanden. Und das ist der kleine Bruder oder der Bruder, eigentlich sogar soll er mit Abstand der erfolgreichere werden. Ja, weil er einfach die mittlere Größe von den Leuten hat. Das A9, klar, das ist, darum ging es, da ist das ganze Geld reingesteckt worden, das ganze Gedankengut. Aber hiermit möchte man natürlich ein bisschen Geld verdienen, das ist klar. Zur Optik, ja, das ist schwer zu sagen für mich. Ich lebe mit diesen Fahrzeugen. Ich habe dieses A9, das ist das erste Mal für mich digital gewesen. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, sowas. Und dieses Modell ist deutlich weiter optimiert sagen wir mal, in Geschwindigkeit, Übersichtlichkeit. Ja, mir fällt ja jetzt auch nicht alles ein, das ist auch gar nicht so wichtig, das ist nur das allererste, der erste Eindruck. Ja, habe es schon mit der Optik gesagt. Ja, wie gesagt, ich komme vom A9 und das ist für mich, sieht ein bisschen gedrungen aus, aber ich werde mich daran gewöhnen. Das Heck ist ganz klar gigantisch. Also für mich einfach nur geil. Die Hauptkriterien an diesem Fahrzeug sind absolute Windunempfindlichkeit. Das ging schon mit dem Alpha, aber das war nur ein Versuch, wie es überhaupt geht. Man muss das verstehen. Ich gehe gleich vom Stollenacker gerade hier. Das ist wahnsinnig kompliziert. Ja, aber man hört es ja jetzt schon, das A9. Wird den neuen gefliehen, gehypt von der Windunempfindlichkeit von den ersten zwei Fahrern, aber ich bin selber damit auch gefahren. Ja, aber was wollen wir nicht so viel quatschen? Gucken wir uns einfach mal an, das Ding. Das Ding wird morgen fahrfertig. Und nachdem ich immer so viel unglaublich viele Fahrzeuge schon gebaut habe, habe ich natürlich riesen Probleme, mir die ganzen Maße zu merken. Ihr glaubt es nicht, ich weiß fast alle. Aber dieses Fahrzeug ist ziemlich einfach. Es hat eine Gesamtlänge von 260 cm. Das ist hier vorne, in der Mitte jetzt, Bildmitte, zu Boden, genau 70 cm. Die Hutze oben zum Boden hat 90 cm und die Breite sind genau 80. Das sind wirklich gnadenlos genaue Maße. Der Einstieg ist mit gute 45 cm der breiteste, den ich je gesehen habe. Also ist auf jeden Fall sehr breit, glaubt man das. Hier braucht man nichts mehr erzählen, dass das Ding nicht breit oder leicht genug ist zum Einsteigen. Also für mich ist es tatsächlich, für mich persönlich, bin behindert, und für mich ist es einfach das einfachste Fahrzeug aller Fahrzeuge. Ich kenne jedes Fahrzeug, ich habe jedes Fahrzeug Probe gefahren. Ja, das ist immer alles immer schwierig. Der Gedankengut an so einem Fahrzeug, das ist einfach nur, das ist verrückt. Ich halte mich für einen Fanatiker, oder man sagt das zu mir. Guckt euch mal an, wir haben hier integrierte Spiegel.
Und ihr seht, wir sehen schon beide Spiegel. Ja, hier geht es ums Gewicht. Das ist klar, im Alltag ist Gewicht alles integriert oder beziehungsweise in Kombination mit Steifheit des Antriebs, Leichtgängigkeit des Antriebs, Ergonomie, Kühlung. Wie sicher so ein Fahrzeug fährt, wie sich das anfühlt, das Fahrwerk, das sind alles ganz wichtige Sachen, die man gar nicht so einfach in der Hand halten kann. Dann noch die Kühlung. Ja, das ist jetzt der erste Eindruck. Der ist mal ganz fertig. Ja, zum Thema Sicherheit. Ihr seht das so eine Nase da unten am Einstieg. Da ist tatsächlich alles aus Glas. Wirklich, da ist nichts dazwischen. Es sind die Crash-Sicherheit beim Frontalaufprall. Ich mache das seit Ewigkeiten, große Gedanken, aber es ist nicht so einfach. Aber ich halte es für das sicherste Fahrzeug, also zumindest Velomobil. Ja. Lassen wir es einfach erstmal sacken, dann gucken wir mal beim nächsten Video, wie es ausschaut. Aber tja, das ist mein großer Stern. Man kann es nicht anders sagen. Das Fahrzeug hat in etwa im Schnitt 22,5 Kilo mit 70er Bremsen, hat das jetzt hier. Aber ob 70 oder 90er, das ist kein großer Unterschied, das sind nur 250 Gramm. Es hat ein ziemlich spezielles Fahrwerk und deswegen ist es überhaupt nicht entscheidend. Es sind ausschließlich die Laufräder, die das Gewicht verändern. Das Licht ist auch extrem hoch hier. Und die Schnauze ist wirklich so gestaltet hier, man sieht es, dass der Wind abreißt, beziehungsweise diese schwarze Serviceklappe ist wirklich alles dazu da, um, ich möchte es nicht genau sagen, aber wieso, warum, aber glaubt mir, das Ding ist unvorstellbar windstabil. Noch kann ich es nicht sagen, morgen wird er richtig geprüft, wieder gucke ich mal, was er kann. Also wird für mich der wichtigste Tag vermutlich in meinem Leben echt, weil ja, man will wissen, was sowas kann, wenn man da fanatisch jahrelang oder jahrzehntelang, bin ich schon lang dran. Ich habe endlich die Windstabilität in den Griff gekriegt. Ja, das ist alles nicht so einfach. Tja. Licht ist schön weit oben. Sehr gut gekühlt. Da zieht es die Luft durch. Und die Luft, die warme Luft, die geht auch in den Innenraum rein. Ja, lass das mal sacken. Auch die Optik, man muss sich immer dran gewöhnen, das ist einfach so. Diese dicken Schultern übrigens da hinten, die sind dazu da, wenn er sich überschlägt, dass da genügend Platz vom Kopf zum Asphalt ist. Und falls er flach rutscht, dass er einfach sich nicht überschlägt. Hier stecken wirklich Jahrzehnte, jahrelange Gedanken drin, ne? Um so ein Fahrzeug. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal.